Das VD-BUM-Seminar 2015 ist zu Ende. Bauforum 24 fasst die Meinungen von Veranstaltern und Teilnehmern zusammen. Wir hatten beim diesjährigen VD-BUM-Seminar wieder ein außerordentlich erfolgreiches Seminar zu verzeichnen. Wir konnten über 750 Teilnehmer begrüßen hier in Kassel. Und auch die Schwerpunktthemen, die wir vorab gewählt haben, sind sehr gut angenommen worden. Insbesondere konnten wir unserem Motto, der Bauprozess im Fokus, sehr gut folgen. Das Feedback der Teilnehmer lässt uns positiv in die Zukunft schauen. Das war eine großartige Veranstaltung, ohne Zweifel. Einmal die Fachvorträge und auch so die Betreuung, das war einzigartig. Man muss es erleben, es ist einfach immer wieder toll. Informativ, macht Spaß, man trifft andere Leute, andere Probleme, man hilft sich gegenseitig. War sehr, sehr gut. Organisation könnte was verbessert werden. Was zum Beispiel? Aufteilung der Räume, der Seminare, die heute am Freitag viel zu viel auf aufeinanderfolgend worden. Wir werden dann nochmal die Auswertung nächste Woche vornehmen von den Fragebögen, die wir verteilt haben. Wir werden sicherlich auch noch ein paar mit der E-Mail oder so bekommen nachher im Nachgang und das werden wir auswerten und dann werden wir weiter daran feilen, dass wir uns nächstes Jahr noch weiter verbessern. Nachdem wir im vergangenen Jahr den Förderpreis für das Seminar 2015 neu ausgeschrieben haben, waren wir überrascht über die große Teilnehmerzahl. Wir konnten nahezu 30 Anmeldungen verzeichnen. Die Gewinner waren in diesem Jahr die Firma Beistack, die Firma Strabag und die Firma Bauer. Allesamt mit innovativen Lösungen für die Praxis. Aber was uns besonders gefreut hat, waren, dass die Lehrlinge der Firma Fritzmeier sich engagiert haben und eine Bottle Boombox als Innovationsgedanken eingebracht haben, den wir natürlich auch prämieren konnten. Für das Jahr 2016 haben wir noch selbstverständlich wieder ein Großseminar geplant, wieder hier in Kassel. Das Datum hierfür steht noch nicht fest. Wir freuen uns jetzt schon und werden wieder den richtigen roten Faden finden, um uns an einem Thema der Baubranche entlang zu hangeln. Wir haben es an den Teilnehmern gesehen, wir haben es an den Ausstellern gesehen, dass wir doch eine ganze Masse bewegt haben und der VD-BUM in der richtigen Richtung ist und ich mir da um die Zukunft gar keine Sorgen machen muss. Das ist der richtige Schritt gewesen, das ist alles rundherum perfekt. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.